Hallo, 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 einen wunderschönen guten Morgen. Bin ich live? Ja, ich bin live. Perfekt, wunderbar. Ihr Lieben, einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Schön, dass du da bist. Feier dich mal, dass du dir am Sonntagmorgen hier Zeit nimmst. Ja, dich um dich zu kümmern. Zeit für dich nimmst und für deine Ziele, für dein neues Leben, für dein Leben, das du dir schon so lange eigentlich wünschst. Das heißt, du bist hier richtig, wenn du schon gefühlt dich seit Jahren im Kreis drehst und einfach mal ein paar andere Sichtweisen brauchst. So, ich sehe, wir haben die ersten Zuschauer. Bevor wir offiziell starten, schreibt mir doch bitte mal rein, ob ich gut zu sehen und zu hören bin. Meiner Testseite klappt. Ton ist auf meiner Testseite auch okay. Also, schenkt mir doch gern mal einen Daumen hoch oder ein Herzlein. Schreibt doch gerne mal ins Kommentarfeld rein, woher du auch zugeschaltet bist. Ja, schon gigantisch, was wir heute alles mit unserer Technik machen können. Wie wir uns vernetzen können. Weltweit und doch so nah beieinander sind. Und dann können wir auch schon gleich starten. Hat auch den Vorteil, diejenigen, die jetzt hier auch noch angemeldet sind, dann finden die schneller das Live. Das hat was mit dem Algorithmus von Facebook zu tun. Und dann können wir gleich starten. Also gerne mal einen Daumen hoch oder in Herzlein, damit ich weiß, dass das klappt. Wir werden uns jetzt damit beschäftigen. Ich möchte, dass du aus dem Sonntag-Live-Training heute rausgehst und in den nächsten Tag, in den Tag heute überhaupt startest, dass du Klarheit hast zu deiner Mission oder zumindest viel, viel mehr Klarheit und dann einfach auch im nächsten Schritt deinem Seelenplan näher zu kommen, daraus vielleicht auch den Seelenberuf zu kreieren, um dir dann wirklich, wirklich ein freies Leben zu erschaffen, so wie du es möchtest. Okay, darum darf es heute gehen und darum geht es mir auch, dass du diese Klarheit da hast. Also was ist meine Mission? Und ja, das ist so eine wichtige Basis, um wirklich dem Seelenplan dann auch näher zu kommen, da ansatzweise schon mal Infos zuzuhaben, um dann eben auch den Seelenberuf daraus zu kreieren. Du bist ja auch richtig, wenn du versuchst, deine Selbstständigkeit auf ein neues Level zu bringen. Wenn du dich vielleicht schon vor Jahren neben oder auch hauptberuflich selbstständig gemacht hast, aber irgendwie bleiben die Kunden aus. Irgendwie machst du den Umsatz nicht, den du gerne hättest. Irgendwie ist es schwer, also die Mühlen, die Räder, die mahlen so schwer und du guckst jeden Monat auf ein neues. Wo kommen Kunden her? Vielleicht hast du die Webseite schon umgestaltet und solche Dinge. Was man eigentlich früher so gemacht hatte an meiner Webseite, da habe ich auch viele Nächte früher dran gehockt. Also als ich gestartet bin vor 15 Jahren, da hat man noch mit einer klassischen Webseite gearbeitet und Blog. Beiträge. Sonntags war bei mir immer Time, um die Blogbeiträge für die Woche zu machen und solche Dinge. Können wir heute alles vergessen? Das sind Dinge, die wir im zweiten Schritt einrichten können. Brauchst du nicht. Also du brauchst definitiv, um in der Selbstständigkeit durchzustarten, keine Webseite. Du brauchst auch nicht Blogbeiträge und sowas. Das geht heute alles viel, viel einfacher. Okay? So, du bist ja auch richtig, wenn du schon gefühlt 1000 Dinge gemacht hast, Ausbildung gemacht hast, vielleicht auch gerade dich mit beschäftigst, oh, da könnte ich noch mal eine Fortbildung und eine Weiterbildung machen, oh, das Thema, das könnte mich auch noch interessieren. Warum sage ich das jetzt hier so? Ich kenne das alles von mir, ich kenne das alles nur zu gut aus meinen Anfängen, wo ich dachte, ich brauche noch die Ausbildung, ich brauche noch das, ich brauche noch das. Ich muss noch da von jemand anderem so die Berechtigung haben, dass ich das und das machen darf und. Oder was ich manchmal auch, und in der Schiene war ich auch schon mal drin, fällt mir gerade ein, beobachte, dass du eine Ausbildung irgendwas gemacht hast und dieses Wissen weitertragen willst,
aber es dann so Vorgaben gibt. So und so muss das sein und nur den und den Betrag darfst du dafür nehmen und nur auf dem und dem Weg. Also ich möchte dich jetzt nicht dazu, verstehe mich bitte nicht falsch, ich möchte dich nicht dazu animieren, irgendwelche Regeln da zu brechen, sondern erlaube dir aus dem ganzen Mix, was du weißt, was du hast, was du dir angeeignet hast, deine Talente und Fähigkeiten zusammenzupacken und mit all dem Wissen dann auch dein eigenes Ding zu machen. Aber das wird ja gleich auch noch ein bisschen klarer. Okay, und vielleicht geht es dir ja auch so, wie es mir früher ging, dass ich einfach nur das Gefühl habe, irgendwie rauscht das Leben an mir vorbei. Ich bin nur am Funktionieren. Von Lebensfreude und Spaß und Leichtigkeit keine Spur. Mein Körper hat mir ganz, ganz viele Signale auch geschickt. Die Seele fiel mir über meinen Körper in Form von gesundheitlichen Herausforderungen. Und ja, ich kenne das alles. Deshalb erwähne ich es. Ich weiß genau, wie es dir gerade im Moment geht. Und ja, deshalb hätte ich so gerne, dass du jetzt hier rausgehst aus dem Seminar und du ansatzweise deine Mission hast und darauf aufbauen kannst, um eben deinen Seelenplan auch noch zu entdecken. Und noch etwas würde ich dir jetzt schon gerne auf den Weg geben. Bitte, bitte wisse, alles, was du in anderen bewunderst, wirklich alles, was du in anderen bewunderst, sei es jetzt, dass du denkst, wow, wie hockt die da vor der Kamera oder keine Ahnung, oder andere Trainer, Coaches, Berater oder wen auch immer da draußen, du auch immer vielleicht bewunderst und denkst, wie kann der, wie kann die das so gut? Bitte wisse, du könntest andere da draußen nicht bewundern, wenn es nicht irgendwo in dir auf Resonanz stoßen würde. Das heißt im Umkehrschluss, dass genau diese Dinge in dir drin sind. Genau diese Dinge sind in dir drin. Also genau das kannst du auch. Es geht nur noch darum, jetzt, schöne Metapher, dich von der Raupe aus dem Kokon zu entfalten und zum Schmetterling zu werden und loszufliegen. Okay? Das ist doch meine Metapher. Wie ging es mir früher so? Ich habe mich immer gefragt, warum bin ich eigentlich hier? Was soll das eigentlich hier so auf der Erde? Was soll das? Warum hocke ich hier, mache dies und jenes? Warum? Ich habe manchmal am Tisch gehockt und habe überlegt, warum esse ich überhaupt? Und vielleicht kennst du das auch, dass du so das Gefühl hast, du stehst irgendwo an einem Scheideweg in deinem Leben und weißt, da muss jetzt sich was verändern. Da muss sich definitiv was verändern, aber du weißt nicht, was und wie. Und gerade in der jetzigen besonderen Zeitqualität, die wir haben, ist diese Herausforderung auf der einen Seite vielleicht noch größer, auf der anderen Seite, wenn wir uns die jetzige Zeitqualität zunutze machen, auch das geht, kann es jetzt viel, viel leichter gehen, wirklich deine Mission zu haben, deinen Seelenplan zu haben und auch deinen Seelenberuf zu kreieren. Das sind alles Dinge, die man uns früher nicht beigebracht hat. Stell dir mal vor, man hätte uns früher beigebracht, es geht nur um ein einziges. Dein eigenes Ding zu machen. Einfach du selbst zu sein, so wie wir das alle waren, als wir als Baby Bauch der Mama ausgecheckt sind. Und dann einfach uns da weiter zu entfalten, zu entwickeln, unser eigenes Ding zu machen. Wie würde unser Leben dann jetzt ausschauen? Ja? Okay, also. Bei mir lagen ja auch einst viele, viele Schleier, wie so ein Damoklesschwert, habe ich das immer empfunden, über mir. Das sind Dinge, die man mir ja auch nicht beigebracht hat, also in keinster Weise. Das sind alles Dinge, wo ich mich ja quasi, wenn du so willst, hinein entwickelt habe und das kannst du auch, sonst wärst du nicht hier, definitiv, bitte wisse das. Du kannst jetzt heute die ersten Schritte machen, wirklich dein Ding zu entdecken und dafür eben auch zu gehen. Das ist noch gar nicht so lange her, da saß ich auch am Schreibtisch. Von Montag bis Freitag, später Montag und Dienstag nur noch, als die Kinder dann da waren und habe immer so andere draußen
bewundert und habe im Stillen, manchmal standen mir auch so ein bisschen Tränen in den Augen, weil ich einfach gefühlt habe, da muss es doch noch mehr in meinem Leben geben, als das, was ich jetzt gerade lebe. Also mit anderen Worten, wenn du wirklich was unternehmen möchtest, etwas verändern möchtest, und das möchtest du definitiv, sonst wärst du jetzt nicht hier, dann bist du hier jetzt genau richtig. Und ich würde auch gerne, also falls du noch nichts zum Schreiben parat hast, einen Stift bitte jetzt noch unbedingt holen. Hast mal gerade noch Zeit dazu, bevor wir starten. Ich schlürfe auch mal einen Schluck Tee in der Zwischenzeit. Du brauchst jetzt einen Stift und du brauchst ein Blatt Papier, damit du das, was wir jetzt machen, auch wirklich schriftlich mitmachen kannst. Damit du die Notizen hast, weil unser Köpfchen, unser Denker, der ist so fix unterwegs, der lässt uns gleich schon wieder vergessen, was wir eben an Ideen oder so hatten. Ja? Und hol da auch noch was zu trinken, wenn du möchtest. Ich habe hier einen leckeren Thymian-Tee. Ich habe noch frisch gepressten Saft hier stehen. Genau, also du brauchst was zum Schreiben. So, mit einem Mythos möchte ich hier mal noch aufräumen, der so fest in unserem Gehirn drin ist, ist, dass der Gedanke, der Glaubenssatz, der Schleier, wie auch immer man das Ding nennen möchte, mit meiner Mission und meinem Seelenplan kann ich kein Geld verdienen. Das ist ein absoluter Mythos. Und ein absoluter Mythos ist auch, dass wir jetzt in schweren Zeiten leben. Das ist auch ein Mythos. Und der Gedanke ist, dass es nur auf eins jetzt ankommt, jetzt erst recht, Sicherheit zu haben. Ja, keine Ahnung warum. Das ist ein Mythos. Es gibt eine einzige Sicherheit in deinem Leben und das bist du selbst. Du kannst und darfst dir selbst sicher sein. Und du kannst und darfst auch mit deiner Mission, mit deinem Seelenplan Geld verdienen. Und zwar das Geld, das du gerne haben möchtest. Mir fällt gerade noch ein anderer Mythos ein. Wenn ja jeder seiner Berufung nachginge, seine Mission leben würde, seinen Seelenplan leben würde, dann hätten wir hier nur noch Chaos. Es muss doch auch den und den und das da draußen geben. Ich will jetzt keine Berufszweige nennen. Das ist auch ein Mythos. Das ist auch ein Mythos. Stell dir mal vor, was wir für eine andere Welt hätten, wenn wirklich jeder seinem Herzen folgen würde. Was hätten wir für eine andere Welt, wenn wirklich jeder seinem Herzen folgen würde. Hallo liebe Melanie, guten Morgen, liebe Julia, guten Morgen. Ja genau, was für super Zeiten, alles darf viel leichter gehen. Genau, sehr, sehr schön, Julia. Cool, also mit dem Mythos haben wir schon mal aufgeräumt und jetzt geht es einfach darum, dass wir gleich eine Übung machen, wo du einfach mit so einer Neugierde reingehen kannst. Geh einfach mit so einer Neugierde rein. Vergiss jetzt einfach mal, schieb mal alles beiseite, wie etwas zu sein hat, wie etwas zu dir kommen muss und vor allem, was zu dir kommen muss. Sei einfach mal ganz neugierig, was du gleich hier notierst und aufschreibst. Ne? Weil letzten Endes die Mission, das ist auch etwas, was wirklich dein Leben auch mit einem Sinn erfüllt. Wir wollen doch alle, gerade wir Frauen, wir wollen doch letzten Endes anderen beitragen. Wir haben doch so ein Helfersyndrom-Gen in uns. Das Ding ist nur, wenn wir anderen helfen wollen, die sich gar nicht helfen lassen wollen, dann funktioniert die Chance nicht. Und das sind auch so die Dinge, wo wir dann zu der Erkenntnis oder zu dem Entschluss manchmal kommen, zu dem Trugschluss, damit kann ich kein Geld verdienen. Also vergiss das. Leg das alles mal bitte ad acta. Und das fällt mir jetzt auch gerade noch ein in einem Gespräch, weil mir das mal so früher so ein Augenöffner war, weil ich mich so viele Jahre auch damit getröstet habe, ach, es geht ja doch eigentlich ganz gut und da draußen gibt es so viele Menschen, denen geht es schlechter als dir. Sei doch froh mit deinem Arbeitsplatz, sei doch stolz auf deine Stelle und so. Das ganze Ding da. Ne? Wir haben auch Männer dabei, sehe ich. Wunderbar. Wunderschönen guten Morgen, lieber Uwe.
Schön. Als ich so früher in meinem früheren Leben morgens auf der Autobahn unterwegs war, so in der Rush-Hour gestanden habe, so Stop and Go, ne? Kennst du vielleicht oder kennst du bestimmt? Und da habe ich mich gefragt, wenn am Monatsende nicht Summe X auf meinem Konto erscheinen würde, würde ich da in das Arbeitshaus fahren? Also ich habe das Büro, wo ich früher war im öffentlichen Dienst, das hat irgendwann so den Namen Arbeitshaus bekommen, weil die Kinder, als sie noch klein waren, mich da ab und zu mal besucht hatten und die haben immer Arbeitshaus dazu gesagt. Würde ich da hinfahren? Und da kam ein ganz klares Nein, ich würde nicht dahin fahren. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Weil das ist so die Frage, die dir wirklich zu deiner Wahrheit und deiner Klarheit hilft. Weil das immer so auch dabei, uns gerne so zu trösten. Auch Kollegen sind ja ganz nett und ich überarbeite mich ja da nicht und. Weil letzten Endes auf eine ganz subtile Art und Weise, je länger wir Dinge machen, die nicht wirklich unserem Herzen, unserer Seele entsprechen, unserer Mission entsprechen, unserem Seelenplan, das sind Dinge, die uns immer Energie rauben. Die uns immer Energie rauben. Wir sind nicht in unserem Element. Sagt man so schön, wie ein Fisch im Wasser in seinem Element ist, so sind wir nicht in unserem Element. Und auf subtile Art und Weise führt das langfristig immer mehr zu einem Energieverlust. Das heißt, irgendwann spürst du es natürlich auch körperlich oder die Seele ist kreativ, schickt dir über den Körper Signale und. Kenne ich alles nur zu Genüge. Bitte, dazu lade ich dich ein, dir das auch mal bewusst zu machen. Okay? So. Ja, dann lass uns doch mal starten. Dann lass uns doch mal starten. Ich gebe dir jetzt gleich ein paar. Ja, ich habe mir so Gedanken gemacht, so die Menschen, die ich bislang begleiten durfte, in den letzten, insgesamt ja schon seit 15 Jahren. Was sind so die Kernmissionen mit Abwandlungen? Was sind so die Kernmissionen? Und da gebe ich dir jetzt so ein paar mit auf den Weg. Und da würde ich dich dazu einladen, jetzt einfach mal, damit du dich ein bisschen da vorbereitest und mal ein bisschen wirklich hier bei uns hier ankommst, in deinem Raum, in unserem gemeinsamen energetischen Raum hier. Schließ mal ganz kurz die Augen und atme mal einige Male aus durch den Mund. Lass dich mal in deinen Körper sinken. Mach dich mal leer. Wunderbar. Sehr schön. Und kannst dir auch gerne vorstellen, wie du dich ausdehnst jetzt über deinen physischen Körper hinaus, in dein unendlich großes Wesen, das du in Wahrheit bist. Du bist nicht dein Körper, du hast einen Körper. In Wahrheit bist du ein unendlich großes geistiges Wesen. Und deshalb, vielleicht magst du dir mal vorstellen, wie du dich über deinen Körper hinaus ausdehnst, nach rechts, nach links. Nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten. Einfach mal ausdehnen. So, und wenn ich dir jetzt gleich so Missionen mal nenne, spür da mal einfach mit so einer kindlichen Neugierde in dich hinein, wie sehr du das Gefühl hast, mit dieser Mission etwas, wo du dich hingezogen fühlst, wo irgendeine Instanz in dir sagt, ja, das ist es. Okay, und das schreibst du dir dann einfach, ich lasse dir Zeit dazu, das schreibst du dir dann einfach kurz auf. Okay, also bist du bereit? Alright. Wie gesagt, ohne Erwartungshaltung, wie jetzt etwas zu kommen hat, wie etwas zu fließen hat, geh einfach mit so einer kindlichen Neugierde da rein. Ich nenne dir einige Missionen und dann spür mal. Sprich das mit dir, berührt dich das irgendwie, trifft das auf Resonanz in dir. Okay? Also, erster Punkt ist Gleichberechtigung in der Welt. Gleichberechtigung in der Welt.
Spricht das irgendwie mit dir? Stößt du auf Resonanz? Eine weitere Mission ist, die Veränderung in der Welt, die jetzt schon angestoßen wurde durch die besondere Zeitqualität, da hineinzugehen, da noch mehr zu machen, also unterstützend zu sein bei der Veränderung in dieser Welt, die wir gerade haben. Der nächste Punkt, inneren und äußeren Frieden zu haben, zu sein, für dich, für die Menschen in deinem Umfeld, für deine Liebsten, für die Welt. Sei ganz neugierig, schreib nur die Dinge auf, wo du sagst, wow, ja, das spricht absolut, das zieht mich an. Du wirst auch merken, zu dem einen oder anderen fühlst du dich mehr hingezogen, so weiter. So. Nächster Punkt ist einer der Missionen für Ideen eintreten und sie kommunizieren. Also manche haben ganz, ganz viele Ideen, können es aber nicht ordnen. Und wie kann man das jetzt da in die Welt bringen? Was ist das eine Ding und. Also Ideen eintreten und diese auch zu kommunizieren. Die nächste Mission, Menschen zu führen und das Beste aus ihnen hervorzubringen. Also Menschen zu führen, um das Beste aus ihnen hervorzubringen. Also Menschen zu unterstützen, dass sie auch zu ihrem Potenzial finden. Eine andere Mission ist, Schönheit zu schätzen. Und auszustrahlen, eine gewisse Exklusivität. Exklusiv zu leben. Eine andere Mission, kreativ und kooperativ in einem Team arbeiten, mit einem Team arbeiten. Oder bist du vielleicht eine Person, die verschiedene Welten und Teile des Lebens zusammenfügen möchte? Du musst jetzt nicht verstehen, was ist damit alles gemeint. Fühl einfach hinein, ob du dich da irgendwie angesprochen fühlst. Das nächste Ding ist, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Hindernisse zu überwinden. Menschen darin zu unterstützen, ihre Hindernisse zu überwinden. Wie sehr stößt das auf Resonanz in dir? Nächstes Ding ist, Ressourcen zu bewahren, also Umweltressourcen, Ressourcen, die die Erde hat, die unser Planet hier hat, und für ihre sinnvolle Nutzung einzutreten, also Ressourcen bewahren und für ihre sinnvolle Nutzung einzutreten. Oder auch das Leben auf der Erde hier mit einer gewissen Weisheit zu analysieren. Lausch mal in dich hinein, wie sehr das alles mit dir spricht, was da wirklich auf Resonanz in dir stößt. Eine andere Mission, Gerechtigkeit in der Welt. Für Gerechtigkeit in der Welt dich einsetzen, welche Projekte auch immer. Du musst jetzt keine Klarheit dazu haben. Es geht nur mal darum, so ansatzweise dazu zu spüren, was stößt da auf Resonanz, wo gibt es da eine Instanz in dir, die sagt, ja. Ist. Mehr brauchst du nicht. Mach's dir bitte ganz, ganz einfach. Ganz, ganz simpel und einfach. Oder das Ding Reichtum anzuhäufen.
in welcher Form auch immer, Reichtum anhäufen. Nächster Punkt, Liebe in der Familie zum Ausdruck bringen. Liebe in der Familie zum Ausdruck bringen. Nächster Punkt, Neues in die Welt bringen, also innovativ zu sein. Nächster Punkt, Unternehmen und Organisationen gründen, Stiftungen gründen und aufbauen. Und noch ein Punkt, die Umwelt zu schützen, Tiere, Pflanzen. Genau. So, jetzt habe ich dir einige Missionen genannt. Und jetzt schau mal, was du dir da notiert hast. Kannst auch gerne in den Kommentaren teilen. Und zwar würde ich dich dazu einladen, welche drei, vielleicht hast du jetzt auch viel, viel mehr mitgeschrieben. Vielleicht hast du einfach unsicher, oh komm, schreib das mal noch auf, schreib das mal noch auf. Jetzt schau bitte mal, welche drei dich am meisten ansprechen. Wenn du vielleicht mehrere jetzt einfach so im Effekt mitgeschrieben hast. Welche drei sprechen dich am meisten an? Welche drei sprechen dich am meisten an? Schau mal auf deine Notizen. Mach da einfach mal einen Kringelturm, markier sie mal. Okay. So, und jetzt schau dir die drei an, die du markiert hast, die jetzt so in der näheren Auswahl sind, sag ich mal. Atme mal. Stell dir gerne mal vor, wie dein Atemstrom über dein Herz ein- und ausströmt. Geh mal so in deine Herzensenergie hinein und schau mal, welches von den dreien, die jetzt übrig geblieben sind, am meisten auf Resonanz in dir stoßen. Was ist das, was am meisten auf Resonanz in dir stößt? Und vielleicht magst du es auch gern mal teilen, zur Inspiration auch für die anderen hier. Liebe Patricia, guten Morgen, schön dich auch zu sehen. Okay, also was ist das eine Ding von den dreien, was dich am meisten wirklich hier anspricht? Schreib es gerne in die Kommentare rein. Dann kann ich da gerne dir auch noch weitere Impulse schenken. Dauert nur leider immer so eine gefühlte Ewigkeit, wenn man hier vorm Computer hockt und bis die Kommentare mir angezeigt werden. Okay, gut. Also du hast jetzt das eine Ding, diesen Missionen, was dich am meisten anspricht. Und wie gesagt, du musst jetzt nicht wissen, wie du es umsetzt. Du hast jetzt einfach im allerersten Schritt überhaupt mal ansatzweise Ideen zu deiner Mission. Und jetzt lass mal die Frage auf dich wirken. Wenn Geld, Zeit und Energie unbegrenzt dir zur Verfügung stünden, wenn Geld, Zeit und Energie dir unbegrenzt zur Verfügung stünden, was würdest du dann aus deinem Leben machen? Was würdest du sein? Wer würdest du sein? Und dann gebe ich dir jetzt mal einen Satz mit auf den Weg, den du vervollständigen kannst, gerne auch schriftlich. Ich will in der Welt dafür sorgen, dass. Ich will in der Welt dafür sorgen, dass. Vervollständige mal diesen Satz. Wenn dir Zeit, Geld und Energie unbegrenzt zur Verfügung steht und natürlich auch du alle Schleier und Prägung und der ganze Kram jetzt einfach mal ad acta legst, was würdest du aus deinem Leben machen? Wer würdest du sein? Und dann vervollständige mal den Satz, ich will in der Welt dafür sorgen, dass.
will in der Welt dafür sorgen, dass. Was kommt da? Du musst die Dinge jetzt nicht verstehen, einfach mal erster Impuls. Wichtig, wichtig, wichtig zu wissen. Die ersten Impulse, die kommen, die sind immer aus deinem Herzen, die sind immer aus deiner Seele. Alles andere, was danach anfängt, das alles in Frage zu stellen, ist immer der Kopf. Und noch ein weiterer Satz. Ich fühle mich erfüllt und mit allem verbunden, wenn ich. Ich fühle mich erfüllt und mit allem verbunden, wenn ich. Was kommt da? Vervollständige mal diesen Satz noch. Ich fühle mich erfüllt und mit allem verbunden, wenn ich. So, die nächste Frage. Bei welchen Aktivitäten erlebe ich die meiste Begeisterung? Welche Aktivitäten schenken mir die meiste Energie, machen mir die größte Freude? Was kommt da? Bei welchen Aktivitäten erlebe ich so viel Freude, Spaß, Leichtigkeit? Welche begeistern mich? Eine Frage, die du dir dazu noch stellen kannst, was kann ich besonders gut, was kann ich am besten? Was kann ich besonders gut, was kann ich am besten? Denn schau mal, es sind wirklich gerade die Dinge, die für dich so selbstverständlich sind, die du kannst, was für andere nicht selbstverständlich ist. Und das sind die Dinge, die du mit hierher gebracht hast. Und deshalb stell dir mal vor, es wäre nicht bislang darum gegangen, irgendwelche Ausbildungen zu machen, sondern es wäre So, ich war jetzt mal gerade, glaube ich, weg. Bin ich noch mal da? Mal gucken, schreib's mir doch mal rein. Kleines Spielchen vom Computer, einfach mal weg sein. So, bin ich noch mal da? Im gleichen Stream? Ja. Scheint zu funktionieren. Gut. Okay, gut. Wo waren wir stehen geblieben? Also, was kann ich besonders gut am besten? Ich weiß jetzt nicht, ob die Übertragung da schon unterbrochen war oder ob du das nur mitbekommen hast, so meine Gedankenanregung dazu. Es sind oftmals so diese Kleinigkeiten, die für dich selbstverständlich sind, was aber für andere lang nicht selbstverständlich ist. Und jetzt stell dir mal vor, wir hätten nicht die Prägung mitbekommen, dass wir eine Ausbildung machen müssen oder ein Studium machen müssen, um unsere Botschaft in die Welt zu tragen. Stell dir mal vor, man hätte uns wirklich beigebracht, dass es nur darum ginge, sich selbst zu sein und diese Botschaft, das haben andere Menschen davon, dass es mich gibt, in die Welt zu tragen. Deshalb schreib gern mal noch auf, was kann ich besonders gut, am besten. Okay? So, jetzt würde ich gerne mit dir, jetzt hast du so deine Mission und bitte, wenn dein Kopf jetzt rebelliert und sagt, ah, das soll das sein, was es jetzt natürlich noch hinzuzufügen gilt, ist dieser Seelenplan, wenn der da jetzt noch mit reinkommt, dazu reicht der Rahmen jetzt hier nicht aus, aber die Basis hast du geschaffen, was deine Mission ist, daran kann man dann anknüpfen. Und wenn dein Kopf jetzt rebelliert, so einfach kann es nicht sein und tralala, was da alles an Geschichten abgeht, bitte geh da in die Beobachterrolle. Es darf einfach und es darf leicht sein.
verabschiede dich mal zumindest jetzt für die 2, 3 Minuten von diesen ganzen Konstrukten, die dir vielleicht gerade was anderes einreden wollen. Okay? So. Und damit wir jetzt mal noch ein bisschen mehr aus dem Kopf rausgehen, ins Herz, mit der Seele kommunizieren, würde ich dich jetzt einladen, mal so dir vorzustellen, wie du jetzt einfach mal allen Widerstand loslässt, wie du mal die Augen schließt, eine bequeme Sitzhaltung einhältst, der Rücken möglichst gerade, die Füße nebeneinander auf dem Boden, sodass du auch Kontakt zur Mutter Erde hast, die dich nährt und trägt. Die Hände kannst du gerne mit den Handflächen nach oben gerichtet auf die Oberschenkel legen, so wie um alles Gute aufzufangen. Und dann stell dir mal vor, wie du 2, 3 Mal oder mach das auch, ausatmest. So ist ja eben gemerkt, bei mir kam so automatisch so Entspannung. Vielleicht klappt das bei dir ja auch so einfach. Einfach mal alle Widerstände loslassen. Sehr, sehr schön. Und leg gerne mal eine Hand oder auch beide Hände auf deinen Solarplexus, auf dein Bauchchakra. Das befindet sich eine Handbreit über dem Bauchnabel. Und stell dir gerne mal vor, wie dein Atemstrom jetzt über diesen Bereich ein- und ausströmt. Einfach vorstellen, wenn du die Hand da liegen hast, dann gelingt dir das vielleicht besser. Da sitzt dein Bauchgehirn, deine Wahrnehmung, deine Intuition. Stell dir einfach vor, wie dein Atemstrom über diesen Bereich jetzt ein- und ausströmt. Und ich lade dich auch ein, dir bewusst zu machen, dass du mit dem Atem immer mit allem verbunden bist, mit dem Leben, mit dem, was dich belebt. Sehr schön. Und dann leg deine Hand mal gerne auch auf dein Herzchakra, das sich in der Mitte der Brust befindet. Kannst auch gerne eine Hand auf dem Solarplexus liegen lassen und eine Hand aufs Herzchakra legen. Und stell dir mal vor, wie der Atemstrom über dein Herzchakra jetzt ein- und ausströmt. Wunderbar. Und jetzt stell dir vor, wie dein Atemstrom über deinen Solarplexus einströmt und aus deinem Herzchakra ausströmt. Einfach vorstellen, wie es wäre, dein Atemstrom strömt über deinen Solarplexus ein und über dein Herzchakra aus. Wunderbar. Die Hände kannst du gerne da liegen lassen, kannst aber auch gerne auf die Oberschenkel legen. Folge da deinem Impuls, wie es sich für dich jetzt stimmig anfühlt. Vielleicht möchte dein Körper aber auch sonst wo berührt werden. Dann leg da deine Hand hin. Mir kommt gerade der Impuls, meine Hände aufs Sakralchakra zu legen. Es befindet sich eine Handbreit unter dem Bauchnabel. Da sitzt unsere Kreativität, unser Potenzial. Also folge einfach deinem ersten Impuls. Wunderbar. Dann stell dir mal vor, wie über dein Kronenchakra, das sich in der Mitte des Kopfes befindet, ein Lichtstrahl aus goldenem Licht einströmt. Über dein Kronenchakra einströmt in deinen physischen Körper. Erlaub diesem goldenen Licht, deinen physischen Körper zu durchfluten und zu durchpulsen. Sehr schön. Und dann gehen wir mit der Aufmerksamkeit noch zum Wurzelchakra, das sich zwischen Anus und Genitalien befindet. Und stell dir einfach vor, wie du über dein Wurzelchakra jetzt Verbindung zur Mutter Erde aufnimmst.
Und so eine wärmende Energie von Mutter Erde, gerne verbunden mit der roten Lichtenergie, also mit der Farbe Rot, in deinen Körper einströmen lässt. Und wie diese rote, wärmende und nährende Lichtenergie sich mit der goldenen Lichtenergie verbindet in deinem Körper, wie sich alles vermischt. Und fühl dich so ganz verbunden und angebunden. Und jetzt lade ich dich mal ein, in die Dankbarkeit zu gehen, in die Dankbarkeit zu gehen für alles, was du hast. Sei es an materiellen Dingen, sei es aber vor allem auch an immateriellen Dingen, wie die Luft zum Atmen, wie deinen Körper, auch deine Wohnung, deine Familie. Die Eltern, die Kinder, alles, was du im Leben hast, deine Arbeitsstelle, den Partner an deiner Seite. Geh da mal in die Dankbarkeit hinein. Und schau mal, wie weit es dir jetzt möglich ist, die Dankbarkeit wahrzunehmen, zu fühlen. Wunderbar. Und jetzt stell dir mal vor, du stehst auf einer Bühne. Du stehst auf einer Bühne, auf deiner Lebensbühne, auf der Bühne deines Lebens. Und die Menschen, für die du dankbar bist, an die du gerade gedacht hast, die sind im Zuschauerraum. Die Menschen, an die du gerade gedacht hast und noch viel mehr, die du kennst, an die du jetzt vielleicht gerade nicht gedacht hast. Der Zuschauerraum füllt sich jetzt mit diesen Menschen, die du kennst. Und dann lassen wir mal noch was ganz, ganz Magisches geschehen, weil dieser Zuschauerraum füllt sich jetzt mit ganz vielen Menschen. Mit ganz vielen Menschen füllt sich dieser Zuschauerraum. Auch der Zuschauerraum wird auf magische Art und Weise immer größer und größer, sodass immer mehr Menschen da reinkommen können. Und du stehst auf der Bühne und beobachtest das jetzt einfach mal. Wie zu den Menschen, die du kennst, noch ganz viele andere Menschen dazukommen in diesen Zuschauerraum. Atme, bleib ganz bei dir auf deiner Lebensbühne und beobachte das mal. Sehr, sehr schön. So. Und jetzt erinnere dich, die Augen bestenfalls weiterhin geschlossen halten. Jetzt erinnere dich mal an die Notizen, die du eben gemacht hast. Notizen, die du eben gemacht hast, ich gebe es dir mal nochmal auf den Weg. Was hast du so als deine Kernmission, auch wenn du jetzt nicht weißt, wie soll das funktionieren, was ist da am meisten in dir auf Resonanz gestoßen? Geh mal nochmal da rein. Geh auch nochmal in den Satz rein. Ich will in der Welt dafür sorgen, dass, hier hast du den vervollständigt. Kurze Erinnerung daran. Ich fühle mich erfüllt und mit allem verbunden, wenn ich, wie hast du diesen Satz ergänzt? Bei welchen Aktivitäten erlebe ich die meiste Begeisterung? Was macht mir ganz viel Freude? Was hast du da notiert? Und was kann ich besonders gut? Das kann ich besonders gut. So, der Zuschauerraum hat sich währenddessen noch mehr gefüllt. Der platzt so aus allen Nähten. Du stehst auf deiner Lebensbühne, atmest, bist ganz bei dir. Schau mal, vielleicht kommt da auch Freude auf, wie viele Menschen da jetzt in den Zuschauerraum gekommen sind.
stehst auf der Bühne. Und jetzt stell dir mal vor, du hast jetzt die Möglichkeit, zu diesen Menschen zu sprechen. Du hast jetzt die Möglichkeit, zu diesen Menschen zu sprechen. Welche Botschaft würdest du den Menschen jetzt mit auf den Weg geben? Du hast jetzt Zeit dazu, nur eine Minute. Nur eine Minute hast du jetzt Zeit, um zu diesen Menschen zu sprechen. Was würdest du ihnen sagen? Worüber würdest du sprechen? Was ist das Thema? Was kommt da hoch? Ist jetzt eine Minute Zeit dazu. Wunderbar. Und jetzt lade ich dich einmal ganz intuitiv von deinem Körper an der Stelle die Hand aufzulegen. Frag deinen Körper mal, Körper, wo möchtest du berührt werden? Und leg da mal ganz intuitiv deine Hand auf. Körper, wo möchtest du berührt werden? Leg da mal ganz intuitiv eine Hand auf oder auch beide Hände. Und jetzt stell dir mal vor, genau diese Körperstelle, die du jetzt berührst, verlass dich auf die tiefe innere Weisheit deines Körpers. Da sitzen energetische Knoten, die es dass du beginnst, an dich und deine Mission zu glauben, das, was du eben aufgeschrieben hast. Und jetzt stell dir mal vor, da wo dein Körper jetzt von dir berührt werden möchte, deine Hand oder deine Hände, wenn du beide Hände hast, sind nicht deine Hände, sondern sind ein Schlüssel. Deine Hand oder deine Hände sind ein Schlüssel. Und mit diesem Schlüssel kannst du jetzt diese Körperstelle aufschließen und all das, was da jetzt rausfließen möchte, was ich lösen möchte, an Knoten, an Energien, was auch immer, fließt jetzt da raus. Stell dir das mal vor. All das fließt jetzt da raus. Wow. Okay. Lass alles aus dieser Körperstelle rausfließen. Wunderbar. Dann richte deine Aufmerksamkeit nochmal auf deinen Atemstrom. Beobachte, wie es sich ganz natürlich durch die Nase ein- und ausatmet, ohne etwas zu verändern. Und stell dir gerne vor, wie jetzt blaue Lichtenergie zu dir strömt und wie du dir erlaubst, diese blaue Lichtenergie der Transformation nicht nur an diese Stelle deines Körpers fließen zu lassen, die du gerade berührt hast, sondern auch deinen gesamten Körper, alle Zellen, alle Organe zu durchfluten und zu durchpulsen und all das zu wandeln, zu transformieren, was gewandelt und transformiert werden darf und möchte und kann, zu deinem höchsten Wohle und zum höchsten Wohle aller Beteiligten. Sehr schön.
weiteren Atemzügen lade ich dich ein, dir auch gerne vorzustellen, wie diese blaue, transformierende Lichtenergie auch über deinen physischen Körper hinausströmt, in alle feinstofflichen Körper, auf alle Ebenen deines Seins. Wunderbar. So, und dann komm nochmal zurück. Recke und strecke dich mal. Ah, komm mal zurück ins Alltagsbewusstsein. Nochmal hier. Sei wieder ganz präsent. Hellwach, topfit. Und du hast jetzt auch mal kurz Zeit, dir aufzuschreiben, was da zu dir geflossen ist, was du der Welt da draußen auf deiner Lebensbühne, was da eben gekommen ist, deine einminütige Botschaft an die Welt. Was hast du da notiert? Schreib dir das mal gern auf. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du dich auch darüber traust und das auch ins Kommentarfeld schreibst. Nicht nur für mich, damit ich ja, mich mit dir freuen kann, was da an Großartigem aus dir geflossen ist. Auch zur Inspiration von den anderen, die hier jetzt live mit dabei sind oder die die Aufzeichnung anschauen. Aber, und das ist das Allerwichtigste, wenn du es hier jetzt teilst, das ist ja alles eine Form von Energie, wenn du dich da traust, da ins Kommentarfeld es reinzuschreiben, deine Botschaft, die du eben mit der Welt geteilt hast, damit sendest du es aus ans Universum. Ich meine, es gibt viele Rituale, die man in der Richtung machen kann. Aber das Simpelste und Einfachste ist, wenn du es hier ins Kommentarfeld schreibst und damit in die Welt da draußen aussendest schon mal. Weil alles ist eine Form von Energie. Und wenn du das hier jetzt auf die Art und Weise teilst, du sendest das aus, da draußen können Energien andocken, die dann gebündelt in dein Leben kommen. Und schreib mir auch gerne mal, ja, so dein Feedback rein. Wow, die Melanie schreibt, Menschen dabei unterstützen, ihre Hindernisse zu überwinden. Sehr, sehr schön. Wow, liebe Melanie, cool. Danke dir. Danke dir. Mal schauen, ob ich noch mehr finde. Hallo, liebe Iveta, guten Morgen. Patricia, Menschen anleiten, in ihr Potenzial zu kommen. Ja, genau. Wow. Ich will in der Welt dafür sorgen, dass viele Menschen wieder richtig fühlen können. Patricia, ja, ja. Patricia, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich mich und andere glücklich mache. Patricia, so, so schön. Was sendest du hier gerade Botschaften aus? Wie genial ist das? Also ihr anderen, traut euch, bitte. Okay. Sehr, sehr schön, ihr Lieben. Wunderbar. Was für eine Freude. Die Iveta, die Welt ist mehr, als wir glauben zu wissen. Ja, von wem ist das? Es gibt viel mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als das, was unsere Schulweisheit uns zu erträumen lässt oder so irgendwie. Von Shakespeare ist das, glaube ich. Ne? Genau, liebe Iveta, die Welt ist mehr, als was wir glauben zu wissen. So, und jetzt stell dir mal vor, wenn du dich jetzt wirklich traust, das, was du herausgefunden hast, deinen Seelenplan deiner Mission hinzuzufügen und daraus deinen Seelenberuf zu kreieren. Wenn du all das ad acta legst, loslässt, was dich bis eben noch hat glauben lassen, dass du dich mit viel weniger in deinem Leben zufrieden geben musst, dass du mit deiner Mission kein Geld verdienen kannst,
dass du eine Webseite gestalten musst, um draußen sichtbar zu werden mit deiner Mission, mit deiner Lebensaufgabe, dass du Flyer verteilen musst oder was auch immer. Stell dir mal vor, du gehst ganz neutral da jetzt ran und beginnst deine Mission zu leben, so wie ihr es jetzt aufgeschrieben habt. Wie schaust du dann auf dein Leben zurück? Wie schaust du dann auf dein Leben zurück? Was verändert das wirklich alles für dich jetzt schon, für deine Familie, für dein Leben, für deine Lieben? Wenn du zurückblickst auf dein Leben, so wie Patricia so schön geschrieben hat, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich mich und andere glücklich machen. Stell dir mal vor, du erlaubst dir jetzt wirklich deinen Weg zu gehen und hörst auf, dich zu begrenzen und diese ganzen begrenzenden Konstrukte und Gedanken da im Kopf weiter Regie haben zu lassen. Und gehst Schritt für Schritt da raus, gepaart noch mit deinem Seelenplan, daraus deinen Seelenberuf zu kreieren. Weil das ist genau das Ding, was dich ausmacht. Bitte wisse, um dir ein Leben nach deinem Herzen zu erschaffen, brauchst du keine weiteren Aus- noch Fortbildungen. Wie wäre es, wenn es einfach nur darum ginge, du selbst zu sein, deine eigene Botschaft rauszutragen? Du brauchst auch keine Website, das brauchen wir heute alles nicht mehr. Du brauchst auch keine. Ich werde immer angesprochen, wenn ich so irgendwo bin und wenn ich dann gefragt werde, hast du eine Visitenkarte? Ich habe keine Visitenkarten. So in gewissen Kreisen ist das so üblich, Visitenkarten zu haben. Ich habe keine Visitenkarten mehr. Ich hatte früher Visitenkarten, ja, aber weil ich dachte, braucht man. Ich habe auch Flyer verteilt. In der Gegend rumgefahren, habe Flyer verteilt. Nee, was habe ich alles schon gemacht? Du brauchst das alles nicht mehr, um sichtbar zu werden, um deine Botschaft, deine Mission, deinen Seelenplan in die Welt zu tragen, zu leben. Es ist alles, alles in dir drin. In dir steckt viel, viel mehr Potenzial als das, was du dir zugestehst, was du bis eben noch geglaubt hast. Bitte wisse das. Und ich hätte gerne, dass du jetzt hier aus diesem Live-Training rausgehst. Mit dem tiefen inneren Wissen und mit dem Lichtblick, dass wenn du deinem Seelenplan, das jetzt, wenn du deine Mission, deinem Seelenplan jetzt hier wirklich noch hinzufügst, dass das dann so viel mehr für dich möglich ist. Das ist mein Herzensanliegen, dass du im ersten Schritt das, was du jetzt hier wirklich herausgefunden hast, beginnst das zu leben. Dass du deinen Seelenplan da hinzufügst, deinen Seelenberuf lebst, dir damit ein wirklich freies Leben gestalten kannst, so wie du es möchtest. Ohne entweder oder und ohne wenn und aber. Sondern du selbst zu sein. Mit deiner Mission, deinem Seelenplan, deiner Gabe. Okay? So. Wenn du dazu jetzt mehr Klarheit haben möchtest, noch Seelenplan, wie füge ich den noch dazu? Dann poste ich dir mal den Link zum kostenfreien Erstgespräch hier noch mit rein, Klarheitsgespräch. Mal gerade gucken. Kriege ich das jetzt hier hin? Okay. Also im Kommentarfeld ist es drin. Mein Team hat da auch noch ein paar Termine für diese Woche reingestellt, kostenfreies Klarheitsgespräch, weil da bauen wir auf dem, was du jetzt schon die Klarheit hast zu deiner Mission, da bauen wir darauf auf. Schau noch mal ganz genau hin, was gilt es wirklich zu lösen. Und Vorsicht, wenn du zu mir ins Klarheitsgespräch kommst, es kann passieren, dass da auch schon mal Tränen fließen, weil wir da wirklich reinschauen, was gilt es zu lösen und auch wirklich nah
in deine Seele, in dein Herz reinschauen. Und das ist ein so berührende Momente oftmals, wo auch schon mal ein paar Tränen fließen, ein paar Tränen der Freude, aber auch schon mal ein paar Tränen, weil dir bewusst wird, wow, ich könnte schon viel länger auf diesem Weg sein. Wie habe ich mich gequält die letzten Jahre? Wie viel Energie habe ich schon letzten Endes verloren? Wie sehr bin ich am Funktionieren und, und. Also, Klarheitsgespräch gerne buchen, aber bitte wisse, wir schauen da wirklich näher hin, dass du aus dem Klarheitsgespräch anschließend genau weißt, das ist noch das Ding, was du deiner Mission hinzufügen kannst, was es auch zu lösen gilt, um dann daraus deinen Seelenberuf zu kreieren. Okay? So, wenn du noch Fragen hast, gerne. Ich gucke mal gerade, ob ich hier noch was erkennen kann. Kommentarfeld. So, so schön, ihr Lieben. Sehr gerne. Gut. Also, nochmal Notizen anschauen, lass nochmal wirken und fühl dich herzlich eingeladen, noch mehr Klarheit zu haben, was jetzt deinem Seelenplan entspricht, was es noch zu lösen gilt. Lass uns da im Klarheitsgespräch gerne näher hinschauen. Ist ja auch kostenfrei für dich. Das ist so was ganz Individuelles. Deshalb im persönlichen Gespräch und dann. Ja, darfst du das deiner Mission noch hinzufügen? Gerne, wenn du möchtest, auch durchstarten mit deinem Seelenberuf. Gerne auch mit meiner individuellen Begleitung. Also, hab noch einen schönen Tag. Danke, dass du dabei warst. Mach dir nochmal bewusst, was für eine einzigartige, wunderbare Persönlichkeit du im Kern bist. Und erlaub dir, du selbst zu sein, diese auch zu leben. Okay, bis denn. Ciao.